Frau Dr. Laufenberg, die S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung gibt es jetzt seit 2 Jahren. Ist sie eigentlich vollumfänglich? Also es sind viele Themengebiete dort drin, die uns als Ärzten dienen, um eine gute Symptomkontrolle beim Patienten zu bewerkstelligen. Aber sie beinhaltet noch nicht alle Themenbereiche, die relevant sind. Hauptthemen, die im Moment bereits dort drin implementiert sind, sind die Behandlung von Schmerzen, die Behandlung von Atemnot, also Dyspnoe und einige andere. Aber es wird noch ein zweiter Teil erwartet. Darin werden weitere Themengebiete bearbeitet sein, um wirklich alle relevanten Themen im Bereich der Palliativmedizin auf dem aktuellen Wissensstand zu haben. Welche zum Beispiel? Zum Beispiel geht es darum, wie man mit gastrointestinalen Obstruktionen umgeht, die dann Übelkeit bewirken, oder auch mit einem Symptom, was sehr häufig ist, was wir heute aber kaum behandeln können. Das ist das Symptom Fatigue, also Müdigkeit, Erschöpfung. Und das liegt bei Krebspatienten fast so häufig vor wie Schmerzen, in manchen Untersuchungen sogar noch häufiger. Kann man diese Leitlinie eigentlich erweitern, auch für andere Erkrankungen? Das ist wünschenswert und ich habe gerade auf dem Kongress gehört, dass es da auch schon Ambitionen von Ärzten gibt, die auf die Einrichtung AWMF zugegangen ist. Denn es wäre gut, wenn wir nicht nur Palliativpatienten, also Patienten, die ein weit fortgeschrittenes Krebsleiden haben, wissenschaftsevident behandeln können, sondern auch andere schwerwiegende Erkrankungen, wie sie zum Beispiel bei chronischen Lungenerkrankungen, chronischen Herzerkrankungen vorliegen oder manch anderem neurologischen Krankheitsbild. Es hat ja Veränderungen gegeben bei der Anwendung oder Sichtweise auf Opioide. Welche? Es war früher so, dass das Morphin, das ist die Muttersubstanz, als Goldstandard bezeichnet wurde. Wir haben viele Jahre damit gearbeitet, aber wir haben heute das Glück, dass wir eine ganz breite Palette an Opioiden zur Verfügung haben, die gerade bei Einschränkungen der Organfunktion, die bei älteren Menschen häufig vorliegen, uns die Möglichkeit bieten, alle gut zu behandeln, sodass der Goldstandard des Morphins in der S3-Leitlinie nicht mehr gegeben ist, sondern es ausgeweitet wurde auf Substanzen wie Oxycodon oder Hydromorphon, die heute als gleichwertig angesehen werden. Und was können Sie uns zum Levomethadon sagen? Das Levomethadon gehört auch in die Gruppe der Opioide. Das ist eine Substanz, die für die Schmerzbekämpfung beim Krebspatienten eine Zulassung hat, ist in der Regel nicht das erste Wahl-Opioid. Meistens wird es erst als zweite Wahl eingesetzt. Es gehört aber in die Expertenhand, weil es einige pharmakokinetische Probleme aufzeigt, die nicht von jedem beherrscht werden. Und damit ist es eine gute Substanz, aber eher eine Ausweichsubstanz. Und hat aber nichts mit der aktuellen Methadon-Diskussion bei Krebsbehandlung zu tun? Es hat nichts damit zu tun, aber das Methadon ist im Grunde genommen zur Hälfte aus L-Polamidon, L-Methadon bestehend. Es ist also eine besondere Substanz, die aufgrund ihrer Struktur rechtsdrehend und linksdrehend ist. Und die Substanz Methadon ist eigentlich bekannt aus der Substitution, also bei Abhängigkeit. Und es ist jetzt in der Presse sehr dazu gekommen, dass Methadon in einen Blick gekommen ist, dass es angeblich zur Behandlung von Krebs selbst geeignet sei. Dem ist aber nicht so. Dafür gibt es keine Evidenz. Vielen Dank. Gerne.